Hallo Leute, ganz viele von euch hatten sich mal wieder einen Make-up-Look gewünscht und tada, hier ist er. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran und ja, viel Spaß beim Video. Also ich fange an mit einer Tagespflege, dafür benutze ich von Balea das Aqua Feuchtigkeitsserum und verteile das in meinem ganzen Gesicht. Dann trage ich von Trend It Up die Illuminating Expert Base auf und danach von Manhattan das 3-in-1 Make-up in der hellsten Farbe, und zwar ist es Soft Porzellan. Dann benutze ich von MAC den Select Cover Up Concealer in der Farbe NW15. Dann benutze ich das All About Matte Puder von Essence und einen großen fluffigen Pinsel von Real Techniques. Und besonders viel von dem Puder gebe ich jetzt unter die Augen, weil wir gleich noch mit Lidschatten arbeiten. Und wenn da was runterfällt, ist es deutlich einfacher, das wieder wegzuwischen, wenn wir unten schon da schon eine Puderkonsistenz haben. Jetzt sehe ich immer aus wie eine Leiche. Dann mache ich weiter mit dem Contouring, dafür nehme ich den Hoola Bronzer und diesen Pinsel, das ist die 101 von Zoeva, und konturiere damit meine Wangenknochen und auch mein ganzes Gesicht. Dann benutze ich von Zoeva den 127er Pinsel und von Trend It Up das Blush in der Farbe 050. Dann benutze ich von Zoeva den 233er Pinsel und von MAC den Paintpot in der Farbe Bare Study. Den Paintpot benutze ich als Base, deswegen trage ich den jetzt grob mit meinem Pinsel auf und verblende das nach oben hin nochmal so ein bisschen mit dem Finger, damit danach der Lidschatten gut dran hält. Dann mache ich meistens noch, bevor ich den Lidschatten drauf mache, meine Augenbrauen, und hierfür benutze ich von Trend It Up diesen Augenbrauenstift in der Farbe 020. Das ist so ein schönes Aschbraun und der hat hinten auch noch so ein Bürstchen dran, mit dem ich erstmal über meine Augenbrauen gehe und dann mit meinem Stift die Augenbrauen nachziehe. In your arms I'll be fine. Let's not think about tomorrow tonight. Jetzt kommen wir zum Lidschatten. Da benutze ich am liebsten diese drei Pinsel hier. Das ist einmal der 221er von Zoeva, der 228er von Zoeva und der Lidschattenpinsel von den Professional Pinseln. Den mag ich auch sehr, sehr gern, auch weil der diese zwei Enden hat. Und ich benutze heute die Carly Bible Palette von BH Cosmetics und den neuen Lidschatten von Trend It Up. Und zwar ist es der Metallic Eyeshadow in der Farbe 050. Das ist so ein schönes Rosé. Und mit dem fange ich jetzt auch erstmal an. Den trage ich jetzt erstmal so als leichte Übergangsfarbe in der Lidfalte auf. Dann nehme ich aus der Carly Bible Palette diese Farbe hier. Das ist so ein schöner Taubton. Und den setze ich auch nochmal in die Lidfalte. Dann benutze ich, um ein paar Akzente zu setzen, diese Farbe hier. Das ist so ein ganz dunkler, bäriger Ton. Nehme davon nur ein ganz bisschen auf den Pinsel und mache das in den Außenwinkel in die Lidfalte. Jetzt nehme ich den Pinsel von Ebeline und benutze davon diese kleinere Pinselseite. Und nehme mir diesen schönen goldrosanen Ton und gucke, dass ich da relativ viel auf den Pinsel nehme und schaffe mir dadurch einen Akzent hier am äußeren Augenwinkel, aber auf dem beweglichen Lid. Das könnt ihr auch nochmal intensiver haben, wenn ihr zum Beispiel ein Fixing Spray oder so benutzt und es dann auf den Pinsel macht. Dann habt ihr das noch ein bisschen intensiviert, aber mir reicht das so für den Alltag. Dann nehmt ihr nochmal einen fluffigen Pinsel, macht kein Produkt drauf und verblendet das Ganze einfach gut.
Dann nehme ich mir aus der Make-up Revolution Palette, aber da könnt ihr auch wirklich jede andere Farbe nehmen, einfach so einen ganz hellen Ton. Ich nehme jetzt das hier und mache das in den Augeninnenwinkel. Dann benutze ich einen Kajal, der ist jetzt auch von Zoeva, und den Brow Liner, das ist die 322 von Zoeva. Ich benutze ihn nicht für die Augenbrauen, sondern ich benutze ihn gerne für einen soften, smoky Lidstrich. Und deswegen nehme ich mir jetzt von dem Kajal einfach so ein bisschen die Farbe auf den Pinsel und versuche mir damit so einen leichten Lidstrich zu ziehen. And we ain't scared to make some noise, and keep until the morning light, 'cause don't you know the city never sleeps. Dann könnt ihr das Ganze noch mit einem Q-Tip so ein bisschen verwischen, weil ich das wirklich so ein bisschen smoky haben möchte und nicht zu krass wie so eine Eyeliner-Linie. Und dann nehme ich meinen Puderpinsel und gucke, dass das ganze Überschüssige, was jetzt hier eventuell runtergefallen ist, das kann ich jetzt einfach alles wegmachen, weil ich ja vorher relativ viel Puder unter die Augen gegeben habe. Puder auch nochmal die T-Zone, weil ich da schnell anfange zu glänzen. Und dann kleben wir die Wimpern. Ich habe jetzt welche von Adele, die habe ich auf Amazon bestellt. Den Link setze ich euch gerne nochmal unten in die Infobox. Und dafür benutze ich den Duo-Kleber, und zwar ist das einer, der schwarz trocknet. Wichtig ist immer, dass man so ungefähr 30 Sekunden wartet. Den Fehler habe ich früher auch ganz oft gemacht, weil sonst kriegt man die nicht gut angeklebt. Dann nehme ich nochmal die Carly Bible Palette und nochmal diesen Ton, den ich vorhin in die Lidfalte gegeben habe, und mache mir das nochmal unten an den Wimpernkranz, damit da nicht so gar nichts ist. Ich tusche ja meine Wimpern unten eigentlich nie, weil die so klein und mickrig sind und das sieht blöd aus. Aber ein bisschen Lidschatten kann man machen. Und jetzt kommt das Wichtigste, nämlich der Highlighter. Ich benutze dafür jetzt diese Glow Palette, die kommt ab dem 1. März in den DM. Die ist von Trended Up auch. Und davon nehme ich mir natürlich die Highlighterfarbe hier oben und trage die mir hier auf. Million Dollars in the rise, in the rise. We're aiming for the headlines, headlines. Names written on neon signs, neon signs. Oh yeah, would you say yeah? Und zum Abschluss benutze ich noch was für die Lippen, und zwar keinen gewöhnlichen Lippenstift, sondern ich benutze das neue Lippenpuder von Trended Up. So ein bisschen dunkelrot. Und ich will es auch nicht zu krass haben, deswegen tupfe ich einfach nur so ein bisschen auf die Lippen drauf. Also ihr seht, meine Lippen sind jetzt gefärbt, aber es ist ein sehr natürliches Finish. Und ich finde, es hält auch relativ gut. Das war jetzt die Farbe 020. Und damit ist mein Look jetzt auch fertig. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Das könnt ihr hier in der Mitte. Und hier habe ich jetzt noch zwei Videos für euch verlinkt, die ihr euch natürlich auch sehr gerne angucken könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!